Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute mal mit dem wunderschönen springenden Pferd aus Maranello, dem 488 GTB und das Ganze auf einer neuen weiteren Mod und zwar einer Hillclimb-Strecke in Spanien und die heißt glaube ich Tajo Hillclimb, also so auf Deutsch ausgesprochen, Tajo oder wie sie dann noch auf Spanisch ausgesprochen wird, keine Ahnung, ist eine fiktive Hillclimb-Strecke, die zwischen zwei echten Orten quasi hin und her führt, allerdings vom Verlauf her quasi improvisiert ist, ja, und der Modder hat sich da so ein bisschen ausprobiert und hat den Racetrack-Builder genutzt, wodurch die Optimierung nicht ganz so optimal ist. Wunderbarer Satz schon wieder. Es kann sein, dass ihr Performance-Probleme bei dieser Strecke habt. Es ist vom Rechner zu Rechner unterschiedlich. Bei mir schwankt es so zwischen 90 und 65, 70 PS circa. Gerade am Start hier habe ich so 90, aber wenn man da ein bisschen weiter drin ist, dann geht es auch schon mal so auf 65 runter. Aber es reicht noch gerade eben, um eine 60 FPS-Aufnahme flüssig zu garantieren. Und deswegen gucken wir uns das heute mal an. Die Strecke soll aber auch noch weiterentwickelt werden, in dem Sinne, dass jetzt die Texturen, die gerade noch auf PNG-Format sind und deswegen so Performance-lastig sind, die sollen wohl noch auf ein deutlich günstigeres Format auf DDS laufen. Glaube ich, umgeschrieben werden, wenn der Modder da Zeit für findet. Also, wenn ihr Probleme mit dieser Strecke habt, dann am besten noch warten und auf die neue Version warten, die dann ein bisschen besser laufen werden soll. Das bleibt aber noch abzusehen. Aber ich kann direkt schon mal sagen, die Strecke sieht wunderbar aus. Ich guck mal eben hier in der freien Kamera, so ein bisschen gehe ich mal hier raus und wir sehen... Also ein herrliches Terrain, viele Bäume auf den Hügeln und viele Hügel generell, viele 3D-Bäume auch, aber auch gerade auf diesen Hügeln irgendwie, da ist die Rede von einer Million 2D-Bäume quasi. Und ja, so wie das hier aussieht, so zieht sich das durch die ganze Strecke. Also eine wunderbare Landschaft, die man hier geboten bekommt. Und wir könnten eigentlich, fällt mir gerade mal ein, so ein bisschen die Sonne absenken, würde ich mal sagen. Dann sieht das hier noch so ein bisschen schniekiger aus. Vielleicht mal in diese Richtung, dann blendet sie uns ein bisschen ab und zu mal. Das ist ja eigentlich immer ganz schön. Wo ist sie? Da ist sie gerade, verschwindet hier gerade über den Hügel. Ja, wir machen das einfach mal so. Das sieht ein bisschen schön aus. Und ich würde sagen, wir setzen uns in dieses wunderschöne Fahrzeug. Für alle, die es nicht wissen, der hat ja hier auf dem Beifahrersitz so ein schönes Drehzahlband, Ganganzeige und Geschwindigkeitsanzeige für den Beifahrer, damit er auch genau weiß, wie viel Angst er gerade haben muss und wie schnell wir gerade unterwegs sind. Ich mache mal die Wheelcam an, Tachchen an dieser Stelle und wir machen auch mal die Apps an. Ne, diese nicht, sondern diese beiden, genau. Dann wisst ihr, wie schnell wir unterwegs sind und dann kann es eigentlich auch losgehen. Obwohl, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Doch, wir lassen mal an, wegen der Pedalerie. Aber wir machen vielleicht mal Ganganzeige und Geschwindigkeit aus, denn Ganganzeige steht hier, Geschwindigkeit steht hier. Dieses Zittern kommt daher, dass die Strecke recht groß ist. Das sind 20 Kilometer und das hatten wir auch schon bei der California Küstenstrecke, Streckenmod, dass da das Auto so ein bisschen zittert, gerade an den beiden Extremen der Strecke sozusagen. Je mehr man in die Mitte der Map kommt, umso besser wird's dann. Und ja, das ist hier leider auch vorhanden, aber das liegt halt einfach an der Assetto Corsa Engine, die nicht wirklich für solche großen, schlauchförmigen Strecken optimiert ist. Und ja, aber wir gucken einfach mal, wie es hier so aussieht, wie gut wir hier zurechtkommen. Ein bisschen quertreiben werden wir auch wohl. Traktionskontrolle ist ausgestellt natürlich. Und wir können dem Pferd hier freien Lauf lassen. Und ich würde sagen, ich lasse euch direkt mal reinlauschen, wie der so klingt. Das ist schon echt geil. 3,9 Liter V8 mit Twin-Turbo-Aufladung sorgen hier für 661 PS und ich glaube 720 oder 740 Newtonmeter, auf jeden Fall Newtonmeter satt. Drehmoment ohne Ende. Und dadurch geht der Car natürlich auch sehr gut quer. Ich muss mal eben gucken, haben wir die Traktionskontrolle aus? Ja, hatten wir, genau. Und wir haben direkt schon fast einen Unfall gebaut. Ja, nicht an den Einstellungen rumspielen, wenn man gerade unterwegs ist. Ich kenne aber den Streckenverlauf jetzt auch nicht. Ich habe 2, 3 Proberunden gedreht. Deswegen kann sein, dass wir hier und da noch abfliegen werden. Das will ich jetzt nicht verneinen, aber wir versuchen mal ohne auszukommen. Es gibt eigentlich immer schöne Warnhinweise, so schwarz-weiße Pfeilschilder, die einen auf eine engere Kurve hinweisen. Es gibt noch keine Möglichkeit, die Strecke mit der KI zu fahren, weil dafür die Linie noch nicht programmiert wurde und dementsprechend gibt es auch, glaube ich, das hängt irgendwie so ein bisschen zusammen, keine Streckenkameras, was ein bisschen schade ist, weil bei dieser schönen Szenerie hätte man die natürlich gerne. Ich meine, guck mal, die Berge und die Felsen und gerade auch die Textur der Felsen, das sieht schon echt lecker aus und richtig gut gemacht.
Ich habe aber auch gelesen, dass der Racetrack-Builder, mit dem das hier gebaut wurde, nicht ganz optimal ist, um für Assetto Corsa Strecken zu erstellen. Man muss dann zum Beispiel die Leitplanken alle per Hand noch im KS-Editor quasi platzieren und die dann auch da so einstellen, dass man da halt gegenfahren kann und dass sie nicht durchfahrbar sind. Und das ist eine Heidenarbeit, deswegen hat sich der Modder schon gesagt, nee, am Verlauf mache ich hier nichts mehr. Und der hat aber auch gesagt, das ist seine erste Modstrecke und die hat er komplett von Null auf selber kreiert und dementsprechend sind da einige Fehler drin und Sachen, die ihm nicht so ganz passen, wie ja, Neigung mancher Kurven und so weiter. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz guter erster Eindruck, den das hier vermittelt. Ja, und mal ein richtig schönes Landstraßenfeeling hier. Also nicht wirklich Landstraße, aber einer ja, offenen Verkehrsstraße, die dann quasi durch so eine Art Canyon hier führt. Und das ist schon richtig geil. Da steht, glaube ich, gerade eine Blitze. Die blitzt aber natürlich nicht. Strecken-Grip steht auf Green. Könnte vielleicht auch ein bisschen zu hoch sein, weil erfahrungsgemäß hat so eine Strecke, natürlich so eine öffentlich befahrene Strecke, nicht so viel Gummiablagerung wie zum Beispiel eine Rennstrecke. Es sei denn, das ist dann wirklich auch eine Strecke, wo Leute gerne heizen und rumdriften. Aber das hat hier auf jeden Fall so ein Lake Louise-Flair auf jeden Fall. Bloß halt ein bisschen hübscher, ein bisschen schöner gemacht. Verschiedene Bäume und Vegetation, die wir hier sehen können. Das ist alles schon sehr, sehr geil. Grafisch echt schon ein Highlight, aber auch halt leider an manchen Stellen performance-hungrig und lastig. Und ich habe auch schon gelesen, dass Leute mit einer 89 zum Beispiel da gar keine konstante FPS-Zahl über 50 oder so hingekriegt haben. Also, es hängt ein bisschen von der Grafikkarte ab, was die so verpacken kann. Und, ja, muss man halt ausprobieren, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, dann darf man da nicht traurig sein. Das Problem haben dann schon noch ein paar Leute. Ich glaube, hier können wir ein bisschen Gas geben. Nee, hier kommt noch eine leichte Kurve. Aber hier geht es dann so bergab und hier können wir ein bisschen Gas geben. War das nicht so? Können wir mal sehen, wie der zieht hier bei diesem Gefälle. 260, 70, 80, 90. Mal gucken, ob wir die 300 draufkriegen. Jawohl, jetzt müssen wir aber auch bremsen hier. Oh. Und jetzt wirkt es schon langsam, obwohl wir 150 fahren. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Aber, ja, heftig, was so 300 km/h doch an... Boah, Alter! Was das für eine Geschwindigkeit ist. Ja, durch das viele Drehmoment kriegt man den Ferrari eigentlich schön zum Ausbrechen und das bei quasi jeder Drehzahl, in jeder Lebenslage. Hier selbst so vierter Gang. Gar kein Thema. Allerdings ist der auch durch seine Motorlage in der Mitte quasi vor der Hinterachse und hinter dem Fahrer ist der ein bisschen spitz, ein bisschen biestig. Und gerade auf so einer recht holprigen Strecke kann das schon mal zu Problemen führen. Nicht mal die Sonne perfekt platziert haben. Das sieht ja herrlich aus. Wir tun einfach mal so, als wäre die Strecke schön für uns abgesperrt. Also kein Problem, dass wir hier in den Gegenverkehr reinfahren. Man kann aber auch, das habe ich gerade gesehen, das werden wir auch gleich machen, wenn man oben angekommen ist, dreht man einfach um und kann dann rückwärts wieder runterfahren und man wird dann nicht, weil man falsch rum auf der Strecke fährt, in die Box zurückgesetzt. Das heißt, theoretisch könnte man hier im Multiplayer auch schön so Gegenverkehr simulieren und einfach in beide Richtungen fahren. Was vielleicht auch mal ganz geil wäre für so eine Art Cruising-Event, einfach mal so ein Sonntagnachmittagstrip oder sowas.
schön ein paar schicke Autos ausfahren. Und ich glaube, hier sind wir schon am Ende. Das geht recht fix. In 7-8 Minuten ist man da durch. Und dann kann man hier wenden, obwohl hier eigentlich Einfahrt verboten ist. Und hier kann man, glaube ich, auch, wenn man nicht zu schnell ist und im zweiten Gang auch unterwegs, schön herdriften. Aber dann wird es auch schwierig. So. Und dann kann man hier hinten jetzt nicht mehr weiter. Da sind Zäune, genau. Dann fährt man einfach hierher und kann quasi umdrehen. Und den gleichen Spaß nochmal bergab fahren. Und das machen wir. Jetzt ist natürlich doppelte Vorsicht geboten, weil bergab, Gravitation, schlechtere Bremsen und so. Und gerade mit unbekanntem Streckenverlauf. Ja, kann das gerne schon mal schwierig werden. Das war zum Beispiel arschknapp. Ja, aber echt schönes Teil. Dieses ganze Umland und so, die ganzen Gebirge mit den Bäumen drauf, das sieht schon echt lecker aus. Und hat so ein bisschen, da hier auch dieses Panorama, das ist schon... Das ist schon echt nice. Hat so ein bisschen, weiß ich nicht, könnte aus Arma 2 sein oder so, irgendeinem Open-World-Shooter, der vielleicht ein bisschen älter ist. Da könnte das locker rausgemopst worden sein. Nicht, dass ich dem jetzt Diebstahl unterstellen wollen würde. Das habe ich ja gesagt, dass er die Scratch-Mate gemacht hat von Hand. Aber, allein weil es so schön aussieht. Auch Straßenschilder in beide Richtungen und so weiter. Und es wirkt halt schön realistisch alles. Als ob man hier durch Spanien cruisen würde. Man könnte hier und da vielleicht noch argumentieren, dass man an gewissen Orten eventuell noch mal ein kleines Hütchen oder so eine kleine Finca hinstellen könnte. Damit man halt nicht nur durchs Gebirge und mit Bäumen und so fährt. Da am Straßenrand noch mal ein bisschen Abwechslung hat, aber ich meine, wir haben hier schon Holzzäune, dann haben wir hier solche Sachen, ne, kleine Mäuerchen und gefällte Bäume und so, also hier ist schon ein bisschen was los am Streckenrand. Deswegen will ich mich da gar nicht so sehr beschweren. So, und hier ging es gerade bergab, das heißt, jetzt geht es hier bergauf und wir können mal Gas geben und können mal checken, wie langsam das Auto beschleunigt, wenn es hier so ein bisschen bergauf geht. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ferrari, wie ich finde. Aus dem Triple Pack. Für alle, die es nicht mehr wissen, wo ja auch der Prager dabei war und der Ferrari FXXK. Weg. Nein, kriegen den gerade eben noch. Können den Drift leider nicht halten, aber fliegen zumindest nicht ab. Oder fahren zumindest nicht gegen eine Felswand. Was gut geht, hätte man schon von Anfang an der Kurve quasi, von Anfang der Kurve schon einen Drift einleiten können. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen. Sind wir jetzt hier schon am Ende? Ah, ein bisschen kommt noch. Genau, die Tankstelle kommt ja auch noch.
Ey, hier sowas zum Beispiel, das wäre unterwegs auch noch ganz schön gewesen. Aber unterwegs hat man da wirklich nur eine reine Fahrtstrecke und da scheint offensichtlich keiner zu wohnen. Oh. Mit so einem Auto natürlich mit so übermäßig viel Leistung. Macht es hier echt nochmal eine Menge Laune. Und ich mag ja solche Strecken eh. Das wisst ihr ja schon. Lake Louise habe ich ja auch gefeiert. Und ich probiere auch fast jeden guten Hillclimb aus und stelle den vor. Obwohl da auch jetzt ein paar rausgekommen sind, die noch ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da werde ich also zukünftig nochmal ein bisschen genauer in die Mod-Ecke schauen. Ah ja, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis an die Consoleros: für die PlayStation 4 kommt am 13. Februar das Porsche Pack 3 raus und ein Update mit den neuen Special Events auch, glaube ich, und noch ein paar anderen Sachen, die mit dem Update dabei sind. Für die Xbox gab es da offensichtlich ein Problem und die können das nicht am 13. dafür releasen, da muss man noch gucken, wann das dann für die Xbox rauskommt. Ziemlich scheiße, aber ja, die haben sich dafür entschuldigt auf der Facebook-Seite und so und haben aber auch keinen Grund genannt, was da genau jetzt schiefgelaufen ist. Das ist ärgerlich, weil es da ja auch in der Vergangenheit schon Probleme mit den Xbox-Versionen des Updates gab, sozusagen. Aber, tja, was willst du machen? Alles klar, und da sind wir am Ende. Man kann jetzt hier hinten noch ein bisschen weiterfahren, aber es sind, glaube ich, nur ein paar hundert Meter. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Dann geht es sogar noch weiter. Ich glaube, da hinten kommt gleich eine Felswand. Jawohl, da ist Ende, da ist Schicht. Und ja, danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Heute Abend Assetto Corsa Livestream Porsche 911 GT3 RS und 911 Turbo S auf der Nürburgring GP-Strecke Community-Rennen. Bitte gerne dabei sein und ja, wir sehen uns, haut rein, macht's gut, tschüss.